Hallo und willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Wir sind jetzt in der Schwert- und Schildhöhle. Oder Schild und Schwert, keine Ahnung. Schild und Schwert, keine Ahnung. Und werden gleich mal von drei Pyromagnos angegriffen. Ist natürlich nicht so gut. Deshalb, wir brauchen magischen Boomerang für Antip. Oder keine Ahnung, was für ein Anti das sein soll. Zack. Au. Puh. Achso, es wirkt gar nicht, okay. Zack. So. Jetzt haben wir die Chance nach oben rechts. Wir gehen erstmal nach rechts. Gucken, was es hier gibt. Aha. Sehe ich ganz genauso. Keine Ahnung. Gehen wir hier lang. Okay, hier müssen wir wieder springen. Okay. Ha, die brauchen nur noch einen Schlag, dann sind sie tot. Finde ich gut. Oh. Ui, 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 ui. So. Dann mit den Magnethandschuhen können wir die Kugel wieder anziehen. Und zack. So, wir erhalten Schlüssel. Dann hat sich um. Willkommen bei Städtler in der Abteilung Warentest. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Werbung immer einschleicht, aber langsam geht's mir dann doch auf den Keks. So, uiuiuiuiuiui. Das sind die. Das sind die Antifeen. Los, eine kommt noch her. Gut. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Den wir hier einsetzen müssen, glaube ich. Aber man kann ja mal weiter gucken. Okay, da müssen wir von der anderen Seite. Ist kein Problem. Gehen wir erstmal hier runter. Ui. Sprung-Action for the win. Oh, Deckengrabscher auch noch. So, ha, ha, ha. Vor allen Dingen kommt, ist es so innovativ, dass es gleich zweimal hintereinander kommt. Ui. Jetzt nicht. Alles klar, ich probiere es mal so. So. Okay. Na. So. Meine Güte. Wow. So. Gut. Oi.
Natürlich trifft er mich noch. So, gut, ich brauche Herzen. Ich habe nämlich keine Flasche. Und das wäre nicht gut. Oje. Kompass. So, ja, toll. Jetzt haben wir einen Kompass, aber nicht weiter. Wir haben keinen Schlüssel, um hier weiterzukommen. Kann man wohl nichts machen. Wenigstens kann man über die Dinger drüber springen. So, hopp. Um Gottes Willen. Ja, ich weiß. Na, tot. In der Luft gestorben. Fortsetzen. Probieren wir es noch einmal. Natürlich sind die hier auch wieder da. Wenigstens haben wir den Kompass schon. So. Ah. Vielleicht. Ja. Was bin ich doch blöd. Ich bin noch so doof. Achso, hier brauchen wir ein bestimmtes Codewort. Oder keine Ahnung. Vielleicht kriegt man hier eine verbesserte Schleuder, wer weiß. Ich nicht. Weil ich gerade gar nicht mehr weiß, was wir überhaupt bekommen. Oder wer der Boss ist oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr. Scheibengleister. Verdammt. Ich weiß verdammt wenig. Ich weiß nur, dass ich das Spiel schon mal durchgebekommen habe. Aber das ist auch alles. So, wenigstens haben wir volle Energie und so sind wir in der Lage, den Schwertstrahl zu benutzen. Hahaha. Jetzt müssen wir, glaube ich, doch hinter zur verschlossenen Tür, die da war. So, zack. Na gut. Haha. Ich wurde zwar getroffen, aber das hat mir nur einen Aufschwung gegeben. Uiuiuiuiui. Ich mach's mal wieder spannend. So, gut. Ja. So, au. Halt, Fee, komm her. Danke. Ich liebe dir wie ein Schlüpper, Junge. Aber echt jetzt. So, was haben wir hier? Aha, bip, 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 bip.
So, wo kommen wir hier raus? Hier haben wir nichts verloren. Hier kommen wir nicht weiter. Heißt, wir gehen nicht zu. Moment, Moment, Moment. Hier können wir doch. Genau. Und kommen so ran. So, was sagt die Eule? Eisige Kerne bilden spitze Klingen. Okay, hier kommen wir anscheinend auch nicht weiter. Ah, ja, 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 ja. Ich glaube, ich weiß wieder, was es für ein Item gibt. Und, ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte erst sogar recht mit meiner Theorie. Wenn ihr noch wisst, was ich gesagt habe. Wenn nicht, dann will ich euch die Überraschung nicht verderben. Aber ich glaube, das war so. Ich glaube, das war so. Wenn nicht, dann könnt ihr mich ja korrigieren, ne? Pyromagnus. So, was sagst du? Ein stiller Beobachter ist erforderlich. Hä? Ja, wie jetzt? Ein stiller Beobachter? Komisch. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Treppe, die nach oben führt. Ah ja. Mhm. Komme ich hier rüber? Kann ich hier irgendwas verschieben? Nee. Moment mal. Das geht doch gar nicht. Ha. Ein stiller Beobachter. Hä? Was, was, was? Was habe ich jetzt getan? Mein Gott. Hier erschrickt man sich ja zu Tode. Na komm her, du. Zack. So. Und wir halten die Karte. Ja, wir werden dann weiter gucken. Also, ich glaube einfach nur stehen bleiben oder so. Keine Ahnung. Also, ich glaube nicht bewegen, ja. Hm. Deswegen stiller Beobachter, ne? Ist ja ganz logisch, ne? Oh, 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 oh. So, doch nach oben.
ist schon wieder abgehauen. Oh Gott. Was ist hier? Nix. Gut. Verstehe ich gerade gar nicht. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Oh Mann. So, ah, die Superschleuder. Genau. Ach so, das sind die. Okay, okay. Das sind die, die uns das Schwert ziehen. Nicht ermöglichen. Hm. Das ist sehr, sehr komisch. Aber egal, wir haben erstmal die Superschleuder. Da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. So, wo können wir jetzt überall mit der Superschleuder hin? Lasst uns überlegen. Was war erstmal hier? Hier war eine Streiter, hier war Kompass. Gut, dann... Aha. Ach. Hey, du sollst... Ha! So, meine Güte. Und tschüss. Nein, Mensch, haut doch mal ab, verdammte Axt. Jetzt reicht mir langsam, ey. So. Ja, hier waren die Deckengrabscher. Die uns von der Decke aus begrapschen. So, nichts, nichts. Das Herz geht flöten, ist klar. So. Jetzt sind wir wieder hier. Nee, noch nichts. Dann müssen wir von der anderen Seite kommen. Wenigstens können wir hier mal Energie auftanken. So. Pegasus-Kerne, okay. So, hier ist zum Beispiel was. Okay.
Nee, da muss ich von oben schießen. Dann stimmt das hier so nicht. Weil hier... war das Sehne. Also geht's. Und ein Ring. Ich guck mal schnell auf die Karte. Welche ultra kompliziert aussieht. Sieht aus wie ein Schild und ein Schwert. Gut. Kann man hier nicht irgendwas verschieben? Sag mal. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier nichts sein soll. Komisch, sehr, sehr komisch. So, müssen wir wieder zurück. Nützt ja alles nicht. So, aber hier links war nichts, oder? Schlüssel von hier hatten wir ja schon. Gut. Und hier war das. Ich sag nichts. So, gut. Bomben kann man hier keine legen, oder? Sind zumindest keine rissigen Mauern. Nee. Nee, nee. Die gehen mir gerade gar nicht auf die Nerven. Nein. So. Ja, ja, ich hab's kapiert. Meine Güte. So. Ab. 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 Ja. Link, bitte. Hop, 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 hip, hip, hip. Dankeschön. Ah, das ist so schwer jetzt. So, dann zack. Und hier rein. So. Hier war das. Hier geht's jetzt nur nach unten. So, so mal Lenkkisten noch, Kisten sag ich schon. Den Krügen noch, meine Güte.
Tja, die hätten uns jetzt unser Holzschild abgefackelt, ne? Ist klar. Irgendwie muss ich das schaffen, das da hochzuholen. Aber egal, Freunde. Weiter geht's erst im nächsten Part. Also freut euch drauf, wo es dann hoffentlich etwas weitergehen wird. Bis dann und ciao, ciao.